Und los geht das. Hallo Leute, begrüß die Leute, du Honk. Hallo Leute. Ja, willst du verraten, um was es geht? Ja, also da ist so ein Typ, der nennt sich Sekeanu 88 und der will am Samstag den, der wievielte ist das? Der 12. November oder nee? Moment. Doch, 12. Müsste das sein. 12. ist der ja. 12. Am 12.11. um 11.11 Uhr, nein. Aber am 12.11. möchte der liebe Keanu einen Livestream machen. Das Ganze... Warte mal, mir fällt gerade was auf. Das ist doch ein Tag nach deinem Ding, ein Zweijährigen. Das ist ein Tag nach meinem Zweijährigen. Das genau. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Mhm. Egal, mach weiter. Ja, und zwar wird dieser wunderschöne Livestream ein ganz bestimmtes Spiel zum Thema haben, nämlich Super Smash Bros. Brawl Online. Und was könnte das sein? Ja, und zwar werden wir ein kleines Turnier mit euch veranstalten. Ihr sollt also aktiv da mitmischen, wenn es euch möglich ist, wenn ihr einen Account habt und so weiter und alle Voraussetzungen. Dazu braucht man keinen Account, nur ein online-fähige Wii. Ja, mehr nicht. Und das Spiel natürlich. Boah. Genau. Regeln stehen jetzt schon hier so grob hier im Bild. Ihr seht das schon. Keanu sieht's nicht, aber ihr seht's. Doch, ich hab's mir hier offen gemacht, aber naja, egal. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Ganze natürlich dann jetzt auch nochmal erläutern. Ist ja logisch. Mhm. Wir gehen das Schritt für Schritt durch und erklären, wie was gemacht wird und. Also, wie kann man sich anmelden? Schickt mir oder dem Rüdiger eine PN, die so aussieht wie im Beispiel unten, welches man in der Beschreibung sieht, also als Betreff SSBB Turnieranmeldung eingehen und dann die Nachricht SSBB Name, also eure Name, was weiß ich, wie ihr da heißt, und nochmal extra euren YouTube-Account-Namen. Falls ihr Angst habt, dass die PN verschütt gegangen ist, könnt ihr uns natürlich auch noch bitten, darauf kurz zu antworten. Also, falls ihr euch sicher sein wollt. Genau. Ja. Wie gesagt, wichtig ist, dass der Betreff wirklich genauso steht wie im Beispiel, damit wir das ein bisschen leichter haben. Mhm. Damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird. Und jetzt kommt's, Leute. Die Teilnehmer werden durch einen Zufallsgenerator ausgewählt. Sprich, es ist nicht sicher, ob Rüdiger oder ich tatsächlich am Turnier teilnehmen. Richtig. Kann sein, dass ihr das unter euch ausmacht, alles. Mhm. Dementsprechend ist das alles reine Glückssache, wer mitmacht. Und so braucht sich keiner auch dann gekränkt fühlen, wenn er nicht mitmacht. Also, so ist das ganz fair, finde ich. Wie genau wird dieser Zufallsgenerator denn aussehen? Das ist einfach eine kleine Internetseite. Da klicke ich ja dann immer ein paar Mal auf Generieren und dann wird da eine Zahl generiert und gut ist. Gut, okay. Zufallsgenerator.net heißt die Seite, glaube ich. Oder irgendwie so ähnlich. Wie hast du dir das gedacht? Machst du das offscreen oder machst du das live im Stream oder wie? Nee, nicht live im Stream. Das mache ich dann am Freitag. Bis 16 Uhr kann man sich bewerben und ab ca. 18, 20 Uhr mache ich dazu nochmal ein Video, wo ich das halt alles in dem Video live mache, die Zahlen generiere und so weiter. Dass alle Leute wissen, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, das schreibe ich jetzt hier nochmal hin. So, Bewerbungsfrist bis Freitag 16 Uhr. Mhm. Ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. So. Ja, und stellt sicher, dass ihr da sein könnt. Genau. Ich habe nämlich keinen Bock auf Todanmeldungen. Die sind die schlimmsten. Richtig. Naja, was passiert denn mit den Glücklichen, die, ja, weitergekommen sind? Magst du das erklären? Ja. Die Glücklichen bekommen einen Liebesbrief von Keanu. Mhm. Einen ganz hübschen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein oder nein? Oder, nee, oder vielleicht, ja. Ja, nein oder nein. Zweimal nein ankreuzen. Sag mal weiter. Ja, und dann schickt er diesen Leuten seinen Freundschaftscode. FC steht also nicht für FC Köln oder so, sondern für Freundschaftscode. Natürlich den von Brawl, ist ja logisch. Mhm. Ja. Und daraufhin, sobald ihr den habt, müsst ihr Keanu natürlich auch mit eurem Freundschaftscode antworten, sonst kann er euch ja nicht annehmen und dann funktioniert das nicht. Geht ja, nicht. Genau. Wäre ein bisschen komplizierter. Also, die Regeln für das Turnier, es dürfen alle Charaktere benutzt werden. Ich glaube kaum, dass ich dazu noch viel sagen muss.
Die Stages werden durch das Zufallsprinzip ausgewählt. Da gibt's ja so eine richtig nette Funktion, wo man auf Zufall klicken kann und dann, ja, werden sie zufällig ausgewählt. Ebenfalls wird ohne Items gekämpft. Die werden vor dem Kampf abgeschaltet. Die nächsten drei darfst du wieder. Jeder Spieler hat genau 3 Leben. Also pro Kampf. Genau. Und wer 3 Kämpfe von 2 gewinnt. Nee, Quatsch. Wer zwei Nee. von drei. Wer von 3 Kämpfen 2 gewinnt. Ja, wer 3 von 2 Kämpfen gewinnt. Ja. Ja, dann mach das mal bitte vor. Ich will doch sehen, wie du das machst. Okay. Also, wer von 3 Kämpfen insgesamt 2 gewinnt, der kommt eine Runde weiter. Aber. Falls es aus irgendeinem Grund zu einem 16er-Turnier kommt, wird jeweils nur, also falls so viele Anmeldungen kommen, dass wir ein 16er-Turnier spielen können, dann wird jeweils nur eine Runde gekämpft. Der genaue Grund, wieso ich das mit den 3 Runden bei einem Achter-Turnier mache, ist, damit das Turnier einfach länger wird, damit man mehr was davon hat. Beim Genau. 16er-Turnier, das würde dann ja so oder so länger dauern. Richtig. Und auch natürlich, haben wir da jeweils wieder 3 Leben. Pro Kampf, genau. Genau. So. Jetzt was ganz Wichtiges, Rüdiger. Ja. Ihr wisst, was Cheater haben. Ihr wisst, was man über Cheater sagt. Ja? Also macht es nicht. Sonst fliegt ihr raus. Und zwar ohne Wenn und Aber, kommentarlos. Das wollen wir nicht sehen. Ganz wichtig, haltet meinen Kanal am besten offen, denn ich werde euch aufrufen, falls ihr für den Kampf, nun, falls ihr am Kampf teilnehmt in der nächsten Runde, was weiß ich, zum Beispiel Nummer 5 und 6 kämpfen gegeneinander. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Nee, geht nicht. 1, 2, 3, 4, doch 5, 6 kämpfen gegeneinander, dann rufe ich euch auf. Dann schreibt ihr eben auf meinem Kanal in der Kanalwand bereit und euren Smash Bros. Brawl-Namen, damit ich weiß, die Leute sind da. Oder, naja. Wenn ihr euch 5 Minuten, nachdem ich euch aufgerufen habe, nicht meldet, also so einen Kanalkommentar schreibt, werde ich euch einfach disqualifizieren. Und dann kommt der andere kampflos weiter. Und das macht wenig Spaß, wenn man einen Kampf gewinnt, ohne gekämpft zu haben. Ist doch wohl logisch, oder? Richtig, genau. Also innerhalb von 5 Minuten. Ansonsten Disqualifikation. So. Na, meinetwegen darfst du jetzt die letzten beiden noch erklären. Juhu! Es wird erst gekämpft, wenn Keanu die Stage verlassen hat. Das heißt, der Typ, der läuft halt da rum und ja, springt gegebenenfalls von der Klippe. Es sei denn natürlich, er kämpft selbst mit. Dann natürlich, wenn er bei der Runde selbst mitkämpft, dann ist es ja logisch, dann wird er nicht alle Leben verlieren, sondern euch nach Möglichkeit plätten. Aber wirklich, falls Keanu nicht dabei sein sollte und ihr seid in dem Kampf drin, wartet erst, bis er alle Leben verloren hat. Also dreimal von der Klippe springt oder was weiß ich. Genau. Und die letzte Regel? Und dasselbe gilt dann natürlich auch für Co-Moderatoren, also sprich, ja, Leuten wie mich, wenn man es so will. Eventuell haben wir noch Gäste dabei. Nicht eventuell, da haben schon zwei Zwei zugesagt. haben zugesagt, ja, hoffen wir mal, dass es auch so kommt. Wir werden jetzt aber nicht sagen, wer es ist. Genau. Also für die gilt das dann natürlich auch, logisch. Genau, weil es können ja 4 Leute rein, zwei kämpfen, zwei machen dann Moderator. Oder drei. Wenn ich selber kämpfe, dann bin ich natürlich auch ein Moderator, ist ja wohl klar. Nur moderiere ich nicht richtig. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ja, Aber also ich nun. sag mal so, wenn Keanu kämpfen sollte, moderiere halt ich und die anderen Dinger-Typis noch und Dinger. die anderen Typis und falls ich kämpfen sollte, ja, dann halte ich mich halt mit Moderation zurück und konzentriere mich auf den Kampf und dafür wird dann halt Keanu und die anderen werden dann kommentieren. Ja, also wie gesagt, bis Freitag 16 Uhr könnt ihr Genau. euch anmelden. Und ja, das war's jetzt eigentlich schon alles Wichtige. Noch kurz zu dem Kanalkommentar, das habe ich jetzt, muss ich mal ein Ah bisschen ja. zoomen, das zeige ich jetzt hier nochmal. Ich zeige es jetzt auch nochmal. Hier, Ich. zack, SSB bereit und dann euer Brawl-Name, in meinem Fall war das immer RUD, ich weiß nicht, wie ihr heißt. Ja, Ja, und. so hat das dann am Ende auszusehen. Ich werde das dann
in dieser Wartezeit circa alle 30 Sekunden oder 20 mal aktualisieren und nachgucken. Und erst wenn ich von beiden lese, bereit oder das, was hier steht, dann mache ich den Raum auf und ihr könnt joinen. Aber wie gesagt, nur die, die ich aufgerufen habe, weil ich habe keinen Bock, dass ich den Raum immer wieder neu aufmachen muss, weil irgendjemand gespinnert hat. Richtig. Naja, gut. Das war dann jetzt erstmal alles Wichtige. Genau. Ich würde sagen, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was dir gerade spontan dazu einfällt, oder? Das war eigentlich alles, was ich dazu noch sagen wollte. Ja gut, dann war das jetzt euer Keanu und Weehawk LP. Bis an Samstag dann. Genau. ja, Samstag, die Uhrzeit, wann fangen wir damit Ach an? ja, wir So, haben noch gar keine Uhrzeit. Um Gottes Willen. das war ein bisschen. Und der Stream wird wie gewohnt auf Twitch TV. Wieso wie gewohnt? Wie das letzte Mal. Twitch. Ja, Uhrzeit Twitch TV. Was schreibe ich denn da? Egal. Du brauchst das gar nicht hinschreiben, ich schick dir einen Link dazu. Den haust du dann da rein. Schreibst du da jetzt hin? Schreibst du da jetzt das auf, was ich sage, oder Nein, was? nein. Ich habe nur Gut. geschrieben, schicke Link. Egal. Das versteht keiner, der den Pup nicht kennt. Aber egal. Zelda, schicke Link. Zelda, schicke Link, schicke Link. Du hast mich jetzt gerade. Ach ja, Uhrzeit. Ja, Wie sieht's genau. bei dir aus? Was denkst du, wann wärst du da? Also ich bin pünktlich um 8 da. Ich würde mal sagen, so Viertel nach 8 oder so können wir anfangen. Ja gut, dann sage ich, dass ich den Stream gegen 20 Uhr anhaue Genau. und dann bis 20:15 Uhr einfach Musik düdeln lasse. Also zur Primetime wird dann sozusagen der Stream beginnen. Ja, also ich hoffe auf einen vergnüglichen, spannenden Samstag. Und du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwelche Erwartungen an Samstag? Eigentlich nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und ja, freue mich auf rege Teilnahme. Erwartet nicht zu viel von mir, falls ich daran teilnehme. Ich bin nicht ganz so geübt im Brawl. Von mir auch nicht. Mein letzter Kampf war gegen ihn und das ist jetzt ein halbes Jahr her oder so oder noch länger. Also von daher. Bei mir auch ungefähr. Ja, wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Na, jetzt aber wirklich, das war ja Keanu und Weehawk LP, bis dann. Ciao. So.